Willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir sind in Orgrilla. Ich war so frei und hatte in der Zwischenzeit ein Quest gemacht. Und zwar hatten wir wieder die Aufgabe, hier mit diesem Minispiel zu arbeiten. Und das ist von nun an, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Daily Quest. Und das Fiese an diesem Daily Quest ist, dass die Herausforderung nochmal so ein bisschen gestiegen ist. Das heißt also, man muss mehr Level von diesen Simon Says Sachen spielen. Und ich möchte ganz kurz einfach nur als Tipp geben, wie man das mit am besten machen kann. Es gibt zwar ein Add-on, was man nutzen kann, wo wirklich die Farben stets gemerkt werden, man muss sie nur abarbeiten. Aber was ich gemacht habe, ist wirklich hier so sich hin zu positionieren mit der Kamera, dass man also wirklich hier, hier, hier und hier einen hat. Und dann geht man hin, geht auf Enter, um was sagen zu können. Und dann guckt man einfach, was gemacht wird. Dann sagt man im Endeffekt, man geht auf das Num-Block und sagt dann zum Beispiel, okay, es geht nach oben, drücke ich die 8. Geht er nach links, sagt die 4 und so weiter und so fort. Und so kann man sich dann halt das merken und so einfach abarbeiten. Gerade zum Ende hin ist es schon durchaus knackig, wenn das Ding einem 8 unterschiedliche Sequenzen hinterherwirft, sich auch wirklich alles zu merken. Die ersten gehen meistens noch, aber die anderen eher weniger. Ich habe das auf jeden Fall gemacht, nicht nur wegen dieser einen Sache, sondern auch dieser anderen hier, und zwar der Belohnung. You continue to amaze us with your acumen as concerns the relics. May we suggest that you practice with the relics at least once a day? No. To maintain such a sharp edge to your mental acuity. Nope, das werden wir nicht machen. Aber das Wichtige für mich war, dass wir die gesammelt haben, denn um die Phasis Day Unstable Flask of the Sorcerer zu machen, brauchen wir auch dort wieder 10. Und dementsprechend das hier gleich so zu haben, spart uns ein bisschen Grindzeit. So, welcome to the Skyguard Outpost. I built it with my own hands, you know? Yeah, the whole thing. The Sky Commander looks serious. So, you must be looking to spoil for a fight if you're here talking to me. It was kind of old Chua lore to send... It was kind of old Chua lore to send you along. We can always use fresh meat for the grinder around here. If you don't mind, I would like to start by having a talk with my sergeant across the way, Wonderlip. Don't mind her tongue, though it is be sharper than the great sword she will be carrying. Okay, also im Endeffekt, das war die Person, die uns hierher bringen sollte, was ein bisschen witzfrei ist, denn der Weg ist nicht allzu lange. Aber als offizielle Vorstellung geht man natürlich zu dem, der den ganzen Laden hier läuft. Und schmeißt. You have a flying mount, so what? You think you have what it takes to use it properly? Forge Camp Rest and Forge Camp Terror to the north and south are a major pain in the backside, or my backside. As well as being a threat to peaceful Orgrilla, with all of those falcons shooting down the Skyguard left and right, we can't get through there to take care of business. You want to prove yourself? Take these bombs and knock out their ammo stacks, just don't let them shoot you down too. Farewell. So, und dann gucken wir mal, wir haben was bekommen, das heißt, das können wir dann auch ruhig hier auf eine Taste legen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dann halt Counterspell da wieder reinzulegen. Okay, 15 von denen müssen wir zerstören. Das heißt, ich denke, machen wir das wirklich so, gucken, dass wir das dann wieder abgeben und dann fliegen wir erst da hinten hin. So, von dem, was wir gesehen haben, wir nehmen eigentlich so gut wie keinen Schaden. Das Einzige, was ich nicht jetzt weiß, das werden wir einfach testen dürfen, ist, ob man... Wow. Ob man von den Dingern tatsächlich dismounted werden kann, weil das wäre natürlich etwas unangenehm. So, jetzt müssen wir nur herausfinden, ob das die Dinger sind, aber ich gehe mal von aus. Genau, und das Fiese ist natürlich, Cooldown ist durchaus lange und wir müssen einige von denen besiegen. Und das ist natürlich dann wieder so diese Situation, wo man dann halt wieder davon rechnen kann, dass auch das ein Daily Quest ist. Die Frage ist... Könnte man auch hier die Skyguard so da hochleveln? Das wäre natürlich, ja, Shatari, Skyguard. Weiß ich gar nicht, ob ich das damals mit meinem Hunter so gemacht habe, als ich die Fraktion gelevelt hatte. Kann es mir kaum vorstellen, was wieder typisch ich wäre, wenn man tatsächlich mehrere Möglichkeiten hätte, das zu verbessern und es dann gar nicht genutzt hat. Also man sieht im Endeffekt, da ist jetzt noch nicht allzu viel Kunst dahinter. Man kann den Dingern nämlich so ein bisschen ausweichen, was das Ganze ganz angenehm macht. Dass es so ein bisschen anders gehandhabt wird als jetzt mit Spells oder ähnlichem, wo man das Gefühl hat, man wird immer getroffen, egal was man macht. So wichtig ist, wir haben aktuell den letzten Tag von Legion, bevor der Pre-Patch kommt. Und dementsprechend, ich werde vermutlich heute so einige Teile noch aufnehmen, einfach um die Karazhan-Sache tatsächlich noch umsetzen zu können.
Wir sind nämlich kurz vor 70, das heißt, dann können wir auch schon weiterziehen zu dem nächsten Bereich. Und man könnte überlegen, ob man hier das noch so ein bisschen lustig weitermacht, um einfach dieses Gebiet vollkommen abzuschließen. Oder wir machen wenigstens so ein bisschen den Anfang von Nordrend, auch wenn wir da nicht mehr allzu viel länger bleiben werden. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir die zweite Variante ein bisschen besser gefällt. Einfach da kurz nochmal hingehen, ist meines Erachtens durchaus lustig. Okay, wir sind... Also was, wir sind hier relativ in der Nähe. Lass uns da schnell rüberfliegen. Und dann gucken, wie es weitergeht. Wenn wir dann nochmal dahin fliegen müssen, oh wow. Damit müssen wir vielleicht einfach rechnen, aber ich würde es jetzt einfach mal ganz kurz so machen. Ich denke, man merkt vielleicht so ein bisschen, auch gerade über die letzten Teile, dass mir das so ein Gebiet ist, das mir ein bisschen unbekannt ist, gerade diese Marmot-Sache, wo man halt diese Viecher sammeln musste oder suchen musste, um dann die zu übernehmen. Und das sind erst in denen wirklich diejenigen, wo es nicht immer hundertprozentig gleich klar ist, auch hier, wo man gegen die Sons of Gruels kämpfen musste, wo der eine Punkt einfach nicht hervorgehoben wird. Also da sind einfach so ein paar Sachen, die sehr, sehr problematisch sind. Wie die auch wirklich anzumerken ist, mit dem neuen Pre-Patch, der rauskommt, wird nicht nur sowas wie Talente angepasst oder gewisse Fehler angepasst, sondern wir bekommen erneut einen Stats-Squish. Bedeutet also, es ist grundlegend eine Sache, die ich sehr, sehr lustig finde. Und zwar, dass wirklich halt Blizzard jetzt schon mehrmals die Stats reduziert hat. Heißt also, statt 1 Million HP hat jeder nur 100.000. Und mit jedem Expansion Pack schaffen sie es dann wieder komplett durchzudrehen. Wo es der Fall ist, oh, ihr habt jetzt alle wieder 100.000 und zum Ende des Expansion Packs sind wir alle wieder bei 1 Million. Und nach jedem zweiten geführten Expansion Pack gehen sie dann wieder hin und reduzieren den Spaß. Einfach weil die Nummern mittlerweile viel zu lachhaft sind. Und das große Problem, wie man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, es geht nicht darum, einfach nur die Zahlen zu reduzieren, zwar zu einem gewissen Grad schon, aber halt, es ist nicht einfach, dass man sagt, oh, man entfernt einfach zwei Nullen oder ähnliches, sondern da ist scheinbar so ein bisschen mehr dahinter, man versucht auch so gewisse Sachen zu balancieren. Das Problem ist nur, dass dieses Spiel ist halt jetzt viele Jahre und viele Content-Patches alt und dementsprechend gibt es immer wieder Gebiete, wo gewisse Sachen einfach vergessen worden sind und dann dementsprechend die Gegner viel zu stark geblieben sind und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das heißt also auch dort ist es für mich sogar... Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich hier gewartet habe. Aber das ist auch für uns hier gerade ganz, ganz wichtig, dass so ein bisschen... Wieso ist der immun? Der ist immun gegen Angriffe, what? Hallo? Ich habe die 1 gedrückt und das Spiel meinte einfach, mich zu ignorieren. Das finde ich jetzt nicht lustig. Also wenn wir Pech haben, können wir den jetzt tatsächlich nicht zerstören. Weil der halt aus Arcane gemacht ist. Ernsthaft, wir können ihn nicht kaputt machen. What the? Ich werde jetzt gleich mal testen. Wollt mir wirklich sagen, dass das Vieh immun gegenüber Arcane ist, die einzige Sache, die ich einsetzen kann? Ja. Was ist das denn? Das ist ja mal richtig schlecht gemacht. Ja, es ist immun gegen Arcane. Ich habe nur Arcane, ich kann nichts anderes anbieten. Ja, und jetzt habe ich das Problem, versuche hier vor Sachen wegzulaufen, werde natürlich jetzt neue Sachen damit triggern. Wenn ich Pech habe, der Warpstalker ist nämlich gerade unsichtbar. Oh, der Warpstalker hat uns tatsächlich ignoriert. Ja, also das ist zum Beispiel hier ganz, ganz traurig. Dass es Gegner gibt, die einfach immun gegen einen sein können. Ich meine, bei Magie kann man zu einem gewissen Grad noch nachvollziehen, anstatt einer zu sagen, oh, ich bin immun gegen Schwerter oder ähnliches. Aber ich konnte jetzt nichts machen. Ich habe eine Alternativmöglichkeit und das ist wirklich einfach nur hier unser Frost Nova. Okay, also im Endeffekt, ich werde jetzt mal ganz kurz mich vielleicht hier beeilen dürfen. So, the Bashir Crystal Forge can be used to transform your access shards into unstable flasks of the Sorcerer. These flasks make the Imbiber more intelligent, healthier and increase the effectiveness of their damaging and healing magics. Make a choice, yes. As it plays within the hollow of the Bashir Crystal Forge and pulls the lever, the device literally disintegrates them. A few moments later, your flask appears at your feet. Genau. So, und damit haben wir auch das geschafft. Ein bisschen schade, dass hier so überhaupt keine Flugpunkte existieren, um dann ganz schnell von A nach B zu kommen. Dementsprechend ist zum Beispiel interessant, dass zum Beispiel hier wirklich man auch einen Gegenstand bekommt, den man tatsächlich benutzen kann, der aktuell ein Questgegenstand ist. Also genau das, was wir, glaube ich, beim letzten Mal oder vorletztes Mal angesprochen hatten, dass es gelegentlich einfach solche Sachen gibt, die man einfach wirklich verbrauchen kann. Und
wenn man halt ein bisschen unvorsichtig ist, verlieren kann. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist wirklich in mehrerer Hinsicht. Neue Talente bekommen wir mit dem Pre-Patch. Das heißt also, wir werden da wirklich gucken müssen, was sich geändert hat. Das heißt also, zum Beispiel, das ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel für diejenigen, die halt das Spiel selber nicht spielen. Aber zum Beispiel der Hunter hat eine Möglichkeit, ein Skill zu bekommen in, sag ich glaube, 45 oder irgendwas, wo er mehrere Möglichkeiten hat, Geschwindigkeit zu gewinnen. Das heißt also, das Spiel ist eine Option, dass, wenn er nicht im Kampf sich befindet, er grundsätzlich einen 30% extra Movement-Bonus bekommt. Also er läuft einfach schneller. Gibt aber auch sowas wie Disengage. Das heißt also, es ist ein Skill, wo er rückwärts springt und so halt auch Distanz aufbauen kann. Und das ist dann zum Teil meiner Sachen sehr, sehr angenehm, wenn man die Möglichkeit hat, sich einfach umzudrehen, während man geradeaus läuft, springt rückwärts in die Richtung, wo man eigentlich hin möchte und kann so halt auch ein bisschen Distanz zurücklegen. Ich glaube nicht, dass es alles so hundertprozentig stimmt, wie ich beschrieben habe, dass die alle in der gleichen Linie sind, aber zum Beispiel mit dem neuen Pre-Patch ist der Fall, dass jetzt jeder Hunter Disengage Standard als Skill bekommt. Gleichzeitig, wir hatten jetzt zum Beispiel mit unserem Warrior gesehen gehabt, dass es mit der Artifact Weapon in Legion die Möglichkeit gab, einen Skill einzusetzen, der zum Beispiel halt so Spikes in den Boden rammt und Gegner halt debufft zum Beispiel. Gewisse Skills, gewisse Talente. Au! Wow! Das waren 5000 Schaden, die er mir einfach mal kurz hier nebenbei entgegengespuckt hat. Es gibt auf jeden Fall gewisse Talente, die in diesen Legion-Waffen jetzt ebenfalls in die Talente übergehen werden. Einfach weil sie zum Teil sich richtig gut sich angefühlt haben. Und das sind einfach nur mal Sachen, die dazu führen, dass alles zurückgesetzt wird. You can take out their stack of Falcon. You take out their stacks of Falcons yet. Well, 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 I guess you had it in you after all. Good work. Maybe Old Man Keller was wrong about you after all. She smirks. We are still having problems with those flak cannons, Fasana. Don't get me wrong. I think that you did an outstanding job the last time out, but that doesn't change the fact that those damned demons seem to be replenishing their ammo supplies faster than we knock them out. And that means we're having a hell of a time getting our people through there. Not to mention the risk of those demons posed to Orgrilla. What do you say? Do you want to do a daily quest? Sure. Vermutlich nicht, aber hey. Hey, ja, girly, for some fun, yeah. Every couple of hours, me, ether tanks launch an assault on Bashir Landing, far to the northeast in the Blades Edge Mountains. They say that they are here studying the Bashir Crystal Forge, but it's an assault. There be no two ways about it. Use the Crystal Forge. Der Skyguard Navigator, jetzt Skyguard Scout! There be no two ways about it. We use the Crystal Forge to resupply, and there's always extra to be sold. Go down to the landing pad and speak with the Aethertech Apprentice. He will tell you when the next mission is to launch. Na, jetzt ist hier so ein bisschen wichtig. Wir haben nämlich das hier, aber auch das da oben nochmal. Despite how Keller cares to characterize it, I prefer to think of our mission as research-orientated. But yes, we do so resupply the Skyguard while we are there. That is, if we can stay long enough to do so. You look like you would be willing to keep the Aetherids off our backs. If you can manage for long enough, we will sell you surplus items that we create at this Crystal Forge. So bring Apex Shards and Crystals. We leave in 0 minutes. Hi, you're a tall one. You wanna help the Skyguard at Orgrilla? Just hear me out before you walk away, girlie. We're in need of remounts. The bombing runs and missions to Bashir Ear Landing have taken a toll on our mounts. The Aether rays that fly around Vortex Summit and the Crystal Spine to the northeast look like they would do just fine. You don't even have to bring them back here, though that would be nice. Just break and rope them, and we will track them down later. I think you can wrangle me up some. Very well then. Okay, also hier weitere Quests, die wir nebenbei machen dürfen. Aber vorher gehen wir nochmal schnell hier die Sache mit den Flasks ab, die wir noch rumliegen hatten. Dann haben wir nochmal ein neues Quest bekommen, alles klar.
That sorcerer's flask is sure to come to make my boys more intelligent than they already are, and that should help immensely with what they will need to do once they're in the Shatari Skyguard. We can't thank you enough, Azana. Now with these two flasks, unstable though they may be, we'll be able to send one of our boys north to Skyguard Outpost. Here, just wait a moment and we will call for one of them. His right hand shouts out for his boy in a growl. There he is. Der ist ja wirklich klein. Thank you for helping us with the flasks. Now that the flasks are ready, we can show the Skyguard our moves. Oh, ich hätte jetzt gehofft, dass vielleicht jeder von den Köpfen einen von denen trinken würde, aber die Animation ist nicht so. Watch out, Skyguard, here comes Torkos Junior. There he goes. Oh, okay, weitere Leute, die von uns das wollen. Gag. Things, being smart is dumb sometimes. Gag not want to think. Me want little knight born to smash big demons. They have some chiefs and the chiefs all have whips to hurt the little demons. You bring Garg a whip. You challenge a demon chief in Forge camps at Burning Green Fell Crystal Prism. Use 35 apex shots to get them to come. They called Gal Vanoth, Braxus, Zaxxon and the Moarg Incinerator. Correct the fell whip. Willst du, dass ich 35 von den Scheißdingern sammle? Das kannst du aber knicken. Ich werde mir wirklich einfach weiterziehen. You figured out how to use a single person relic, but as you may have seen, there are bigger ones which they surround. These larger apex monument functions in much the same way, but they take 35 apex shards to activate. Of greater concern to us are the guardians that are summoned through their use. These crystal constructs turned on their Arakoan master long ago, but now endanger Agri-La. We would ask that you destroy one of us to prove it. Collect an Apex Guardian's head. Das ist also nicht die gleiche Sache, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Hier ging es wirklich einfach nur darum, den auf die Fresse zu hauen. Ah, lass mal gucken. Also ich würde wirklich sagen, wir machen hier bis 70. Und alles, was wir jetzt hier nicht gemacht haben, ist nun mal einfach so der Fall. Wir könnten maximal kurz gucken, wie es aussieht bezüglich der Quests hier im Outland. Und zwar on the Blade's Edge. The Ogres of Ogrilla ist das Einzige, was einem hier wirklich noch fehlt. Und das Ding bringt einen scheinbar tatsächlich hier einfach nur zu dem Ding hin. Ja, also, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das Ganze nochmal so zu machen. Einfach weil es super aufwendig ist. Okay, gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier versuchen, die irgendwie zu fangen. Ist das wirklich einfach nur Fang? Kann ich die jetzt behalten? Ja. Okay, das macht es natürlich sehr, sehr einfach. Wenn man die einfach so fangen kann und die dann auch so bei der Seite bleiben. Davon aus, das auch von aus, dass man sogar höher fliegen kann, ohne größere Probleme. Ja, so ein bisschen schade, gerade hier zum Ende zu sehen, was für ein Blödsinn einem da... Oh, he is bloody rare. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Level 71, risk it for the biscuit. He is bloody strong, Fragezeichen. Es geht. Wow, wir wurden gleich mal viert. Das könnte hier ein bisschen unser Genickbrecher werden, je nachdem, wo wir da hinrennen. Deswegen, ich musste jetzt wirklich in den Rhein wieder teleportieren. So doof es ist, eigentlich als Vorteil, die Distanz zu verlieren oder wieder absichtlich herzugeben. Nice. Und die hatten wir auch noch nicht. Das sieht nicht unbedingt toll aus, aber dunkle Farben sind allgemein immer ganz angenehm. Nice. So, wir brauchen noch einen weiteren. Dann haben wir auch das Ganze hier schon geschafft. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann noch nicht so einfach das Level abbekommen. Ansonsten hier sieht man wirklich, ich habe aktuell für 2 Stunden das Ganze im Laufen. Das ist vermutlich nicht hundertprozentig richtig. Also es müsste sowas wie 1 Stunde 45 oder ähnliches sein. Aber das Spiel ist da immer relativ simpel. Und rundet da sehr, sehr großzügig auf. Gut. Wie gesagt, das machen wir nicht. Interessanterweise wurde das auch hier nach unten nochmal verschoben.
Also vielleicht gehen wir wirklich einfach hin, gucken mal ganz kurz nochmal hier wegen der Fellwip. Es ist wirklich so ein bisschen schwer, das zu lesen, was der von einem tatsächlich will. Deswegen im Buch muss man wirklich hier 35 von den Dingern sammeln, um einen von denen besiegen zu können? Oh, isn't she a beauty? Yikes. Can't wait to get her properly trained and back up in the air. You wrangle me some Acer Race. Yet ist immer so lustig, wie halt unterschiedlich die Schlusssachen geschrieben sein können. You look like you might have some skill with rope, so I wouldn't it shouldn't take you too long. Woohoo, nice job. Those rays are going to make excellent mounts. Stick around, kid. The Chatari Sky Guard can always use a woman of your obvious talents. Ja, und das ist jetzt hier wirklich der Witz. Man kann das Quest einfach erneut machen. Und das ist natürlich so ein bisschen merkwürdig zu sehen, dass diese finalen Quests scheinbar wirklich so sehr darauf basieren, dass man hier mehrere Tage investiert, um diese Sky Shards, diese Shards halt zu sammeln. Und das ist dann halt dann doch leicht ungewohnt. Normalerweise ist der Fall, dass man sagt, oh ja, okay, wenn ihr jetzt halt irgendwelche Fraktionssachen noch machen wollt, dann gibt es da halt ein bisschen mehr Aufwand dahinter, aber man kriegt dann halt diese Belohnung für diese Fraktion oder ähnliches. Mir geht es wirklich nur darum, jetzt hier diese letzten paar. Hey, da sieht man auch eher selten, dass die hier draußen herumäumeln. Okay, einer von den Fliegefuchers noch und dann haben wir es. Auch von diesem Quest wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Bombing Run und dann sind wir vielleicht auch schon diesbezüglich fertig hier. Ja, also man sieht, die Daily Quests sind jetzt nicht die größte Herausforderung. Aber das ist wirklich so ein bisschen das Lustige, Daily Quests gegen die World Quests, die man mittlerweile, oh, da ist nochmal ein Quest, mitbekommen kann. Der große Unterschied ist wirklich, dass man bei den World Quests einfach so eine große Auswahl haben kann. You are doing doch great work for us. I want you to know that we really appreciate everything that you're doing to keep us stocked up in fresh mounts. You continue to amaze me, tell you what. Why don't you come back tomorrow? We will let the rope cool off for now. She laughs. Thank you so much. Off and away. And there it goes. Nice. We bekommen Spell Steal. Nice. Deal a beneficial magic effect from the target. This effect lasts a maximum of 2 minutes. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie der Skill zu 100% funktioniert. Aber wir werden jetzt vermutlich hingehen. Und hier so ein bisschen herumwirbeln. Man könnte das Ganze auf die 5 legen. Ich weiß, aber halt. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Oh, wer weiß was. Lass uns das mal so. Denn Snowfall ist gelegentlich ganz lustig. Und das hier so zu haben, ist auch angenehm. Okay, also, wir sind hier fertig. Es tut mir so ein bisschen leid, dass wir das jetzt hier nicht weitermachen. Denn wir sind eigentlich sehr, sehr gut dabei gewesen. Und sind vermutlich nicht mehr allzu viel entfernt davon. Jedoch diese ganzen Sachen, wo man liest, oh, 35 Apex Crystal. Ich gehe mal davon aus, dass die wirklich zu den Achievements dazuzählen. Oder zumindest zu diesem Progress, um das Achievement freizuschalten. Und ich habe jetzt hier keine Lust, noch weiter zu grinden und zu farmen. Gerade wenn ich das eh mit dem dann jetzt nächsten kommenden Level Up eh noch vor mir habe. Okay, wir haben fertig. Wir kehren zurück nach Orgrimmar, um dann uns nach Nordrend begeben zu können. Dementsprechend das Gute für uns. Wir haben die Portale und dementsprechend nutzen wir es auch. Sagte ich Orgrimmar, ich meinte natürlich Under City. Der Fehler, warum ich das gesagt habe, werde ich gleich hervorheben. Ganz kurz den Blödsinn kaufen und dann wieder rausschmeißen, denn man hat ja hier diese beiden übergreifenden Button. Und zwar, wir wollen uns jetzt nach Nordrend begeben. Jedoch werden wir nicht wie der Warrior uns nach, komm mal, nach Borean Tundra begeben, sondern wir gehen in das andere Startgebiet Howling Fjord. Und das Wichtige ist, dass wir auf diese beiden Punkte von unterschiedlichen Stellen aus hinkommen. Das heißt also, wenn man zum Beispiel auf der Allianzseite ist, kann man einerseits von Stormwind, wenn es denn öffnen würde, würde man einerseits hier zu Borean Tundra kommen können. Wenn man aber zu dem Howling Fjord möchte, muss man tatsächlich hier, genau, hier war das.
Und zwar tatsächlich muss man hier unten nach Minithil Harbor, der mittlerweile zerstört ist, um von dort aus zu der anderen Seite zu kommen. Und bei der Horde ist es wiederum, bei Orgrimmar kommt man zu Borean Tundra und von Undercity nach Hollingfjord. Und dementsprechend werden wir da ganz kurz jetzt hin und begeben dürfen. Ich merke, ich habe hier eine Alternative, die bei weitem angenehmer ist, als die doofen Aufzüge zu nehmen. Können wir dann also auch mal zeigen, den Alternativweg, den man nehmen kann, um aus Undercity raus bzw. reinzukommen, den ganz gerne die Allianz nutzt. Denn es ist ein sehr unbewachter Bereich. Und zwar kann man hier wirklich einfach durch die Abwasserkanäle, die nach draußen führen, so reinkommen. Und es ist ein sehr, sehr angenehmer Weg. Wow, 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 Spiel. Achso, das ist der Dings. Ich wollte ganz kurz einfach mal gucken. Ja, alles klar. Okay, wir müssen ganz kurz gucken. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht so hundertprozentig das Wissen, wo das Ganze jetzt genau stattfindet. Ich weiß, dass es halt diese Türme gibt, aber das Gute ist, man kann wirklich einfach nachgucken gehen. Die Informationen einfach zu bekommen. Und zwar, wir haben jetzt hier... Oh, ein Simpel. Der Hollingfjord Zeppelin Master. The Zeppelin to Vengeance Landing has just arrived. All aboard to Hollingfjord. Und so begibt man sich dann ganz einfach hin. Und so werden wir dann jetzt unser sehr, sehr kurzes Abenteuer mit Nordrend starten. My son, the day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name. Arthas. Child, I watched with pride as you grew into a weapon of righteousness. Remember, our line has always ruled with wisdom and strength. And I know you will show restraint when exercising your great power. Tell you this, for when my
days have come to an end. You shall be king. Und damit haben wir den Punkt erreicht. The Zeppelin to Undercity has just arrived. Genau. Und hier kann man sich natürlich jetzt durcharbeiten. Das Schöne ist, wir müssten eigentlich ohne Probleme jetzt hier unser Flugmann nutzen können. Genau. Denn als die Leveling Zones skaliert worden sind, haben sie, glaube ich, Flying. Also Cold Weather Flying hier ist ja, glaube ich, offiziell, glaube ich, wirklich einfach deaktiviert. Man kann einfach so, glaube ich, fliegen. Okay, wir haben offiziell eigentlich ein Startquest mit War is Hell. Und das ist zum Beispiel auch sehr interessant, eigentlich, wenn man eine neue Stufe erreicht, also 70 in dem Fall, 80 und so weiter, kriegt man eigentlich so ein Special Assignment Item, mit dem man so zum ersten Quest hingeleitet werden soll oder allgemein zu halt Gebieten, wo man hingehen kann. What is it? We are slowly the finishing of the remnants of a Stormwind's North Fleet stationed on this coast. The bodies to the west are a testament to how brutal this concentration has been. This does not happen to bother my refined aesthetics, but it does present a danger to our lives. In the land of the Lich King, the dead are a weapon that can rise against us at any point in time. Take this torch, you're going to make sure that doesn't happen. Das ist natürlich dann jetzt hier so ein bisschen lustig zu sehen, denn man darf nicht vergessen, Vanilla-Content ist Cataclysm-Content. Und dementsprechend, wir hatten Cataclysm mit dem Startgebiet der Untoten, also der Forsaken, gesehen gehabt, dass Sylvanas in der Lage ist, die Untoten oder die Gestorbenen auf ihre Seite zu Untoten zu machen. Und jetzt hiermit zu erleben, oh, wir sollten die ganzen Toten lieber verbrennen und das von einem Untoten, ist etwas ungewohnt natürlich. Let them eat crow. The High Executor wants me to use my dogs to sniff out enemy scouts, but I can tell you right now, these plague hounds aren't going anywhere until they're properly fed. If our military doesn't understand that these beasts are picky enough to not eat the rubbish they have given me, then they can't expect them to be of any use in the field. You seem to have some time on your hands. Why don't you take one of these dogs out hunting for crows out west? Their meat isn't very tasty to us, but my boys love it. Beware the living. Okay. Dann haben wir hier der Bathändler. Friends in Dalaran. Da haben wir also jetzt hier in Questen, das kriegt auch die Allianzseite. Bzw. einfach bei diesen beiden Startgebieten, dass man wirklich hier gleich eine Verbindung nach Dalaran bekommt. Welcome to Northrend. I have been asked to arrange travel for you to Dalaran so that you can meet our friends in the city. Speak with me and accept a ride to Dalaran. Once you land, make sure, make your way to the Filthy Animal. Make contact with Uda the Beast immediately. She can help you bind your Hearthstone to the city, so you can use a portal in Sunreaver Sanctuary to travel back to Orgrimmar quickly. Oder man ist einfach ein Magier, der Portale so oder so schon vorher hat. Hooray. Da ist der Kollege. Hi. Glory to the Sindori. Sure. Hello. You may or may not be aware that we Kirin Tor, moved our city here to Northrend. No longer does Dalaran sit under its protective dome on the shores of Lordamere Lake. Now the city magically floats above the Crystal Song Forest. We believe you to be ready for your journey to the city. Speak with me again and I will cast a spell of teleportation to transport you there. When you arrive, seek out Archmage Celindra and give her my signet as proof that we spoke. Es ist auch sehr interessant, dass wir hier ebenfalls nach Dalaran geworfen werden, also noch ein Quest. Und das ist die große Frage, ist das für Mages only? Man darf hier nicht vergessen, jetzt hier so ein bisschen die Reihenfolge wonky, denn mittlerweile, wie gesagt, dank der Skalierung und der Anpassung der Levelgebiete, haben wir nämlich bereits die Möglichkeit bekommen, bevor wir überhaupt Chatra-Teleport erlernt haben, haben wir bereits Northrend bekommen. Also, Dalaran Northrend.
Not long after Arthur's condemned us to this wretched existence, we in the Royal Apothecary Society endeavored to create a plague of our own, a plague that would devour all flesh, living, dead or undead. We have succeeded in creating this plague and we are here to hand deliver it to the Scourge's doorstep. The Alliance intercepted the ship carrying the latest strain engineered in our undercity laboratories, head to the wreckage southeast of here and salvage whatever containers you can. Wir bekommen hier Zeug, das sogar angeblich mal wieder besser ist. Hooray. So, wir sehen hier ein Gebiet. Das ist wirklich viel Bereich in der Mitte, wo wir überhaupt keinen Flugpunkt bekommen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Unser Problem ist wirklich nur erstmal hier Level 71 zu erreichen. So, wir haben hier diese Kraus. Wir haben Corpses, die wir verbrennen dürfen. Das Schöne ist, man muss sie wirklich anklicken, um sie verbrennen zu dürfen. Kann ich hier den Hund einfach so beschwören? Ja, nice. Und der sieht sogar ganz cool aus. Sieht zwar in grün so ein bisschen ungesund aus, aber das soll mir durchaus recht sein. Okay. Achso, da sind sie auch. Alles klar. Fjordklau. Ansonsten ist es ein Gebiet, das meines Erachtens sehr interessant aussieht. Es wird auch so einige Gebiete wieder geben, wo es dann so ein bisschen mehr Schnee am Start ist. Und natürlich halt, es ist sehr, sehr cool, dass man hier diese Berge sieht. Und das erinnert so definitiv so ein bisschen an Stormheim. Oder beziehungsweise Stormheim müsste eigentlich eher so ein bisschen an dieses Gebiet erinnern. Nur, dass Stormheim wirklich so ein bisschen angenehmer designt worden ist. So, muss ich denen das jetzt erst wirklich in die Hand drücken? Yep. Ich meine, hier fände ich zum Beispiel cool, wenn man sagen würde, dass wenn man zum Beispiel das als Hunter machen würde, dass das irgendwie die Möglichkeit geben würde, dieses als Pet irgendwie zu bekommen oder ähnliches. Ansonsten, ich werde definitiv mal gucken dürfen, was Spellsteel genau tut. Denn man kann zwar so angeblich ein paar Sachen sich mitnehmen, oh, schön, der Garten noch an, aber was es genau beinhaltet, ist eine andere Sache. Wichtig ist, es ist limitiert auf 2 Minuten. Also man kann nicht irgendwie einen stundenlangen Spell sich so mitnehmen. Aber alles, was man hier irgendwie bekommen kann, kann natürlich immer hilfreich sein. Komm mal, beiß ihn um. Oh, come on. Wow. Alright. Fand ich jetzt persönlich nicht lustig, wie der mehrere Sachen ausgewichen ist. Und dass ich angeblich im Kampf bin. Was haben wir denn hier bekommen? Einfach einen, vor allem einen Leatherhead, der nur Versatility gibt. Das ist nämlich das Wichtige. Auf Spirit war meines Erachtens in der Vergangenheit auf Wisdom, also hatte Wisdom als Stat gegeben. Und Wisdom gibt es mittlerweile nicht mehr. Und dementsprechend die Bezeichnung existiert, aber nicht mehr die Stat. Und dementsprechend haben sie dann halt irgendwas anderes reingeschmissen. Und haben gesagt, okay, das scheint es wohl noch zu tun. Okay, wir haben hier weiterhin die Aufgabe, das ist wirklich hier hinten interessanterweise, weiter erstmal Leute zu verbrennen. Ich würde ganz gerne versuchen, den Walks auszuweichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das uns nicht gegönnt wird. Also hauen wir einfach einen von den schnell um. Interessant, die sind 2 Level unter uns. Das sieht man eher selten. Manchmal ist wirklich halt 1 Level über oder 1 unter, aber nicht 2. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber halt. Interessant zu beobachten, wie das manchmal dann doch halt ein bisschen mehr Freiraum eingibt. Wenn auch nicht viel, logischerweise. Wir reden ja nicht von 5 Leveln, außer man ist betrunken. Was ist natürlich zum Beispiel auch meines Erachtens hier, oh hi, durchaus lustig, dass man die Fackel hier super duper schnell einsetzen kann. Da frage ich mich wirklich, ob das etwas mit dem Gebiet selbst zusammenhängt. Dass sie gesagt haben, oh, hier sind gar nicht viele Leute, oder Leute haben sich nicht beschwert, dass sie es nicht bekommen können oder ähnliches. Und dementsprechend wurde es nie erhöht. Denn 1 Sekunde Cooldown, gerade dadurch, dass selten wirklich mehrere nebeneinander liegen, geht vollkommen in Ordnung. Hier hat sich nochmal einer versteckt. Guten Tag. Und zu guter Letzt. Sweet. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin, gucken, dass wir die Container noch kriegen. Und dann können wir das alles zusammen schon wieder abgeben. So, ist zum Beispiel auch hier durchaus interessant zu sehen, dass diese Kollegen
dass die alle in neutral angezeigt werden. Okay, das wird jetzt hier so ein bisschen knackig. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir hier tatsächlich hier hinten uns hinbegeben. Und dann, wenn wir unser Cane Charges aufgebaut haben, uns dann so durcharbeiten. Mein Mensch, das ist Wurst, aber hier sind wenigstens ein paar mehr Container. Sweet. Ja, dann sieht man im Endeffekt natürlich auch dann hier schon. Die Untoten mal wieder. Arbeiten weiter an irgendwelchen Plagen und ähnlichem Zeug. Und das hat sie dann über längere Zeit jetzt hier auf diesen Weg geschickt, wo wir mal wirklich gespannt sein dürfen, wie das mit Battle for Atheros ablaufen wird. Da sind ja auch noch einige Informationen unklar. Das Beste finde ich aber wirklich bisher von Battle for Azeroth, dass Leute davon ausgehen, dass das, was auf dem Testraum sind, tatsächlich Fehler oder halt absichtlich halt falsche Informationen angeblich released worden sind. Dass wirklich halt Sachen komisch ablaufen oder ähnliches. Aber auch diese Sache scheint sich so ein bisschen wieder... Also diese Behauptung, diese Theorie scheint wohl auch nicht mehr wirklich so sehr unterstützt zu werden, nachdem dann wirklich so ein paar Sachen nochmal angepasst worden sind in dem Patch, aber nicht in die Art und Weise, wie man es erwartet. Also zum Beispiel ein Charakter, der sich angeblich sehr, sehr merkwürdig verhalten haben soll. Wow, die respawnen wirklich schnell. Und Leute haben gesagt, ja, das kann ja nicht sein, diese Person würde niemals so reagieren, gerade wenn man auch den Text liest, was sie da sagt. Und als dann der Patch rausgebracht worden ist, wurde ihr Text so ein bisschen einfach nur angepasst. Und dann sagt, okay, das klingt schon eher nach ihr, aber halt, Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass die da uns versuchen zu bambuseln, wie sie so schön im Internet sagen. Sondern dass tatsächlich die Richtung so einschlagen wird, wie man es aktuell mitbekommen hat. Put your hand down some crows, boy. Good boy, good boy. Achso, redet hier wirklich mit dem Fiend. Ah, these hounds remind me of my days raising pure breeds in Tirisfall. Those were good times. Now that this rascal's belly is full, maybe he will be more willing to cooperate. Here's his leash. Just come get him from his cage whenever you're ready to take him. I don't know what Ansem expects you to find, but look for clues wherever it is that the dog takes you. Use the leash near the Plague Hound's cages at her and look for clues at the location you're led by the Plague Hound's tracker. Okay. Aber geben wir erstmal das hier ab. I'm glad you have proven you can follow orders, yep. If I had a copper piece for every aggrand fool in shiny armor to come here and think they are above the chain of command, well, I would have a few gold. Now that you have demonstrated a measure of discipline, I have other tasks more suitable for someone of your caliber. Our mission in Nordrand is to destroy Arthas. The Alliance are but an obstacle that we will crush wherever we find them. We have managed to destroy the eastmost fleet, but the survivors have barricaded themselves on the derelict strand south of here. Our forces should have overwhelmed their makeshift defenses long ago, but we underestimated their will to live. Seek my officers in the field, Dark Ranger Lina and Death Stalker Razael, and get them to report on the situation. Okay, dann haben wir hier oben noch dieses andere. I am forsaken. Have you obtained the containers? It is good that you are back in one piece. The danger of becoming infected from handling these containers is not existent. It's not non-existent, so I suppose I should have warned you about that earlier. Whoopsie daisy. I have a feeling the long trip across the sea is affecting the effectiveness of our plague. What is needed is a potent toxin to boost the potency of the strain. The crabs near this beach are a distant relative of the much smaller brown-shelled tide crawler. The smaller tropical variety produces a paralytic toxin strong enough to knock out an ogre. As we all know, the bigger the better. The much larger glands on the local variety should prove more potent. Bring me some. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir die hier nicht gleich sogar... Oh, da oben sollen wir hin. Das ist zum Beispiel auch interessant, dass wir hier da was bekommen. Ich will da gleich mal hinfliegen, ja? Einfach mal hinfliegen, einfach nur zu gucken, was passiert,
Wenn wir da einfach hingehen, ohne irgendwie den Hund mitzunehmen. So, ich gehe mal davon aus, dass wir die hier besiegen müssen. So, das Schöne ist, ich habe vor längerer Zeit jetzt schon ein lustiges Mount mir gekauft. Und zwar der Subdued Seahorse. Mit diesem kann ich jetzt unter Wasser schwimmen. Hooray! Die Geschwindigkeit ist leicht enttäuschend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das war so ein Kampf, wo man sagt, okay, 10.000 glaube ich, habe ich aufgegeben gehabt. Das war es jetzt vermutlich nicht wert. Aber im Endeffekt, was sind 10.000 Gold? Ebenfalls wichtig, um noch so ein paar weitere Sachen bezüglich Pre-Patch anzumerken. Ebenfalls werden so gewisse Sachen, zum Beispiel entfernt, zum Beispiel sowas wie First Aid, wird mit hier dem nächsten Battle for Azeroth Expansion Pack nicht mehr dabei sein. Das wird dann zu Tailoring eingearbeitet, das heißt also zum Beispiel gewisse Achievements könnte man jetzt mittlerweile dann nicht mehr bekommen. Dann Level, beziehungsweise halt das Skillen von Berufen ist auch nochmal ein bisschen angepasst worden. Das heißt also, die werden jetzt unterkategoriert, das ist nicht mehr der Fall. Oh, man muss jetzt 800 in Blacksmithing erreichen. Das ist der Fall, dass man sagt, okay, es sind 300 in Vanilla, 75 in dem, 75 in dem und so weiter und so fort. Das soll es angeblich so ein bisschen angenehmer machen. Was für Auswirkungen das genau haben wird, ist eine andere Sache. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht hier irgendwo nochmal einen weiteren finden. Tada, da ist auch gleich einer. Ja, aber wirklich gigantische Viecher. Und ich glaube, unser Charakter ist schon relativ groß. Nice, das haben wir relativ zügig gemacht. Gucken wir jetzt als nächstes, was passiert, wenn wir da oben einfach hinfliegen. Hier wären auch nochmal einige gewesen, also das ist zum Beispiel auch hier wieder relativ lustig, wie viele man von denen antreffen kann und wie wenige man wirklich braucht, um dieses Quest zu vollenden. So. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir haben wirklich scheinbar einfach herausgefunden, wo wir hingehen müssen, um dieses Quest abzuschließen. Das ist so ein bisschen schade, aber andererseits, wenn das Quest einem wirklich einfach so dahin bringt und wichtig ist, ich meine, dass es damals, als es rausgekommen ist, nicht so der Fall war. Aber hey. So, auf jeden Fall haben wir hier wieder Vercool. Eine Rasse, die meines Erachtens wirklich cool ist. Ha, Vercool, haha, wirklich cool. Und ein bisschen schade ist, dass wir die bisher noch nie bekommen haben, aber ich glaube mal, da ist vielleicht die gleiche Angst wie mit den Ogre, dass sie zu groß sind oder ähnliches. This scaly scroll is covered in stark painted images. You have a feeling this is the sort of thing the kennel keeper had in mind when he asked you to look for clues. Upon closer inspection, the scroll appears to be a heavily illustrated map of the fjord. The location of various villages are depicted in what seems to be tribal symbols. The location of Vengeance Landing is marked with a disproportional large skull. This map will almost certainly be of military value to High Executor Anselm. Anselm? Der Typ auf jeden Fall von Kingdom Hearts. Okay, der Kollege ist auch hier wieder relativ zügig respawned. Aber das ist jetzt nicht unbedingt unser größtes Problem. So, und jetzt gehen wir einfach nur noch dorthin. Hören uns an, was die zu sagen haben. Vielleicht kriegen wir auch nochmal ein weiteres Quest. Können auch hier gleich mal das hier anlegen. Nice, dann sind wir nochmal ein bisschen stärker geworden. Und ich denke natürlich auch hier ist klar, wenn wir dann wirklich auf diese Leveling-Farming-Sache zurückgreifen, unser Equipment mit Ausnahme wirklich von diesen Heirloom-Sachen wird so ein bisschen ernsthaft darunter leiden. So, wichtig ist zum Beispiel, was wirklich empfehlenswert ist, wenn man das machen möchte, sollte man tatsächlich die anderen Heirloom-Sachen sich holen, und zwar die hier. Ja, Mounted Arcanon. Und zwar, dass man wirklich mit jedem Kill HP wiederherstellt, denn die Gegner sind nun mal sehr, sehr stark und selbst wenn 2 nicht wirklich viel ist, also Prozent, es soll definitiv hilfreich sein. So, what's up? The ground is frozen. No, it's not. We are sitting ducks here. These meat wagons aren't going anywhere. Executor wants a report on the situation. What does it look like? The ground is frozen like a rock. Aha. The wheels on the meat wagons were built to go over mud at best. We are going to need an abomination and some chains to salvage them. Watch over you.
Yeah. So, dann haben wir hier die Dark Rangers. By the will of Sylvanas, our enemies will fall. It is those two cannons along the wall that are slowing us down. Without their protection, our forces would be able to rush the fortification without taking any losses. It's either take out those cannons or wait until they run out of ammunition. It's his choice, I suppose. Or the High Executor's. Gut, gut, tot, tot. Okay, dann geben wir das auch hier wieder ab. Wir sind auch weiterhin schon relativ gut dabei von der XP, also hier habe ich eigentlich kaum was zu meckern. I've been in the military my whole life. I've fought in many wars under many banners, but they have always been other people's battles. Not this time. Every forsaken soldier you see here has come for one reason alone. Arthas must be killed. Cannons are holding us back. I will show them cannons. We have the Windrunner, the Queen's Reprisal, and the Oblivion stationed just east of the Derrick Strand. Send orders to the fleet commander, Captain Harker, that they are to destroy the Alliance cannons. Speak to our bartender, Camille, and ask for passage to the fleet's location. Be quick, Fasana. Every minute we spend fighting the Alliance is a minute we could have spent fighting Arthas. You have something to show me, mage? The High Executor looks at the map intently, occasionally looking up at landmarks around the fjord. Here's the eastern coastline over here. The Dragonflayer and the Winterscorn villages are here and here. And this must be us over here, marked for death. No one seems to know very much about the Vyrkul. Our records show no signs of activity in their lands for centuries, yet here they are, just as we move against Arthas. The map you retrieved makes it clear that we will have to defeat them if our forces are to get any further into Northrend. One of my best sergeants, an abomination known as Gorth, oversees the blockade beyond the lift. Assist him in launching a preemptive strike on Balheim. If a Vyrkul attack occurs, it will be launched from there. Our time will come. Okay, aber erstmal müssen wir hier die anderen Sachen abarbeiten. Have you obtained the toxin glands I seek? You continue to prove your competence, Vasana. Hopefully this toxin will be enough to boost our plague to the levels that we need to. At the very least, it should help weaken the recipient and make them more susceptible to infection. We have just received word of reinforcements coming to the aid of the Alliance forces. The timing couldn't be better. We are in sore need of test subjects, and these Nordfleet reservists will do nicely. Take these plague wires with you and speak to Camille, the bartender. Tell her you need to commandeer a riding bed for a special assignment for us. Once you're at sea, drop the wires on the reinforcements fleets. I can't wait to see the results. Victory for Deswegen, man darf nicht vergessen, sind auch alles halt Menschen, die gefallen und wieder auferstanden sind. Und dann jetzt hier zu sehen, hoho, wir haben jetzt hier lustig Spaß. Das ist nicht die richtige Person, sie hier. So, I need a riding bed to intercept Alliance Reinforcements. So, und wir gehen hin, schmeißen das hier wieder rein, damit wir das hier schneller... You need to be in the Frozen Sea. Alles klar, mal gucken, wie Frozen das tatsächlich ist. Ja, dann sieht man hier hinter den Reihen, und ich meine, das ist hier nicht ein Gebiet, was die Allianz tatsächlich selber spielen darf. Die sind dann irgendwo anders unterwegs, ich glaube tatsächlich hier eher so in dem unteren Bereich. Oh. Ja, ich gehe mal wirklich davon aus, da hinten, wo die ganzen Sachen zu sehen sind. Okay, so Frozen Sea. Dann einige Schiffe am Start. Wir haben ja auch jetzt hier die Möglichkeit, ein Symbol hier so zu haben. Wie wir sehen, wir können jetzt hier einfach lustig werfen. Ich gucke gar nicht erst, wo wir überhaupt hinwerfen, ob da irgendwie mehr Leute stehen oder ähnliches. Denn wie man gesehen hat, es hat funktioniert. Das hat interessanterweise nicht funktioniert. Das wiederum. Hooray! Das war natürlich jetzt wirklich sehr simpel. Sweet. So, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt an dem Pre-Patch, was ich anmerken möchte. Wie gesagt, halt Stat Squish wird passieren, Talente werden angepasst, gewisse Sachen werden vermutlich gefixt. Vermutlich. Wir bekommen einige Skills neu hinzu, wir verlieren unsere Waffen, die wir in Legion bekommen haben.
Die Mage Tower Challenge wird entfernt, was ich mit meinem Schamanen geschafft habe und mit meinem Hunter versucht hatte und dann irgendwann aufgegeben hatte, weil ich keine Lust mehr hatte. Denn der Witz ist wirklich, dass es durchaus knackige Challenge ist. Es ist zwar definitiv einfacher geworden, aber halt zum Beispiel bei dem Hunter für Beastmastery ist der Fall. Oh ja, du kämpfst gegen zwei Leute, die geführte 60 Milliarden HP haben. Und jeder von denen hat ungefähr 60 Effekte, die er gleichzeitig loslassen kann. Und dann ist überall Zeich und Boing und Klonk und Bang. Und da durchzusehen ist so anstrengend. Das ist dann der Fall. Oh ja, der erste Typ, der castet alle 60 Sekunden irgendeine Sache. Hoffentlich hast du immer irgendwas, um den zu interrupten. Ansonsten würde er einfach alles nuken, was in den Weg kommt. Und als ich dann wirklich, glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal dann den ersten Kollegen besiegt hatte, wusste ich nicht, wie ich für den zweiten angehen muss. Und dann auch da wieder zu lesen, oh ja, du musst immer wieder interrupten. Aber die Interrupt-Sachen, die du hast, funktionieren nicht mehr, denn du musst jetzt auf die von deinem Pet zurückgehen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, never mind. Ich habe keine Lust, mich darauf einzulassen. So. Gehen wir das einfach ganz schnell ab, wenn wir eh schon sind. The reports from the field are not encouraging. I am afraid our equipment isn't exactly the best here at Vengeance Landing. After all, it's a military-controlled outpost. I will need you to take a sample of this strain to Chief Plaguebringer Harris in New Agamand. Follow the road beyond Baleheim south and then west. They have better equipment there. He will know what to do. You must hurry. Our enemies are stronger and more numerous than us. We need to develop a viable weapon against them. Ja, da ist natürlich dann auch so ein wichtiger Punkt. Ich habe ihn schon, glaube ich, einmal mindestens angebracht. Und zwar dieser Kampf gegen Allianz und Horde, der mit Battle for Azeroth halt wieder entfacht wird, ist ein bisschen witzfrei. Denn wenn man sich so ein bisschen anguckt, was die Allianz tatsächlich zu bieten hat, gerade halt hin zum Ende hin von Legion, wo sie dann mit Argus auf einmal Spaceships ausgegraben hatten. Das sind alles Allianz-Sachen. Und würden die dann tatsächlich deponiert werden, würde die Horde nicht allzu lange überleben. I hope you're ready to fight. The Queen's fleet needs you. This should have been a walk in the park. The forces are hungry, injured and ill-equipped, yet somehow we walked right into their trap. We approached these reefs from the south to gain cover and were immediately boarded by these Alliance dogs. I'm sorry to say, if you want our cannons to fire at anything, you're going to help us take our ships back. Beware the living. Okay, dann fangen wir an. Einer so der mit letzten Sachen für diesen Teil. Und hauen die ein bisschen um. Northfleet Marine. Das ist sehr interessant zu sehen, dass diese überhaupt keine Allianz-Sachen tragen. Aber vielleicht steckt da auch mal so ein bisschen mehr dahinter. Ich meine, das gleiche geht ja auch hier für diese Forsaken Deckhands. Vielleicht sind es keine offiziellen Allianz- oder Horde-Charaktere oder Menschen, sondern vielleicht tatsächlich einfach For Hires. Zum Beispiel hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier mit dem Spellsteel machen konnte. Ich habe jetzt keinen Spell, den ich wirklich geklaut habe. Ich wüsste auch nicht, was die hier haben. Wow. Schon wieder so viel Schaden genommen. Okay. Wir müssen 15 von denen kriegen. Achso, hier draußen wird auch nochmal gekämpft. Alles klar. Wollte mich schon sagen, sind hier tatsächlich so viele Gegner auf dem Schiff. Vielleicht aber auch eher weniger der Fall. Wir sehen immerhin, hier sind zwei noch oben. Und zwei sind wir, die definitiv hier unten sich gleich noch befinden. Was ist natürlich auch hier, wenn man so ein bisschen darauf achtet. I'm going to gut the lookout that scouted these reefs. We walked right into the blasted traps. Achso, das ist der Captain hier im Endeffekt. Oh hey, neues Zeug, das angeblich sogar besser sein soll. Obwohl wir dafür unser Stamina verlieren. Oh wow. Ab und zu muss man einfach damit leben. Wo ich mir sogar vielleicht überlege, das mir aufzuheben, so doof das vielleicht sein möge. Und wir sind hier wirklich weggegangen und diese Depleted-Sachen haben es so überhaupt nicht gebracht. Natürlich sind die auch nichts wert. Okay. Hier unten. Okay, das sollte vielleicht sogar tatsächlich reichen. Man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 6. Ah, vielleicht respawnt nochmal einer. Oder wie auch immer. Also finde ich es natürlich einfach lustig, dass man hier einfach sagt, hey, flieg doch einfach mit deinem Flugmount dahin und schalt die so einfach aus.
Obwohl man auch da nicht vergessen darf, ich glaube, die Reihenfolge war damals auch anders mit dem Flugmounts. Auch da müssen wir erst Max Level erreichen. Dementsprechend wird man vermutlich nicht mit einem der ersten Quests in diesem Gebiet einem so die Möglichkeit geben, ey, du hast so einen Flugmount, mach das einfach so. Nope. Ansonsten interessant definitiv zu sehen, die sind nicht irgendwie Horde markiert. Also wenn hier die Allianz als echte Spieler vorbeikommen, gehe ich mal davon aus, dass sie tatsächlich die angreifen könnten, wenn sie wollten. Zwar keinen wirklichen Grund dafür, aber hey. Warum Leute andere Leute griefen und all der Spaß selbst auch keinen wirklichen logischen Grund dahinter. Uns natürlich hier unendlich viel Mana wieder verbraucht. Das Gute ist, wir haben genug Zeit, die Arcane Missiles einzusetzen. Und das Gute ist sogar, wir konnten das jetzt so machen, ohne... Wow, warum ist der so gut wie tot? Wie komme ich zu dem überhaupt hin? I don't know. Wow, wow, dann machen wir einen von denen hier noch platt. Wie kommt man da eigentlich wieder hoch, wenn man da runtergefallen ist? I have no idea. Also vielleicht muss man da wirklich da hoch und dann so wieder drauf hüppen oder ähnliches. Ja, das ist die Idee. Man springt dann hier vermutlich wieder rüber. Ich will nicht wissen, wie viele Leute, die weniger talentiert sind, hier immer wieder runtergeplumpst sind. Nice work pairing those mongrels down to size. My man will be able to clean up the rest. We should be able to kill our way back to our guns. Unfortunately, visibility is less than desirable, so you will have to mark our targets from the ground. Take these smoke flares with you and use them to mark the locations of the cannons along the northern wall in the Derelict Strand, west of here, where the lines are holding out. Let Liana know as soon as the way is clear for the ground troops, we can take care of ourselves over here. Embrace the shadow. Embrace the shadow. Das ist natürlich dann jetzt hier wirklich lustig, diese Kanonen feuern in der Theorie auf uns. Ja, aber im Endeffekt trotzdem scheinbar die Möglichkeit, einfach dorthin zu gehen, die zu markieren. Oh, wow. So, ist hier irgendein Trick dahinter? Ich meine, hier sind Leute im Weg. Ich will aber mal wissen, wenn ich mich hier oben drauf bewege. Hi. Sup, Buddy? Kann ich nicht treffen. Great. Jetzt vielleicht. Oh, hi. Guten Tag. Sollen wir ganz kurz hier ein Schild aktivieren? Und aktuell nehme ich ein bisschen zu viel Schaden. Das ist immer so ein bisschen lustig, wenn es darum geht, so gewisse Punkte zu finden, um Sachen zu markieren. Das ist nicht immer selbstverständlich. Jetzt hat es zum Beispiel funktioniert. Hooray! Jetzt wegen wir auf die andere Seite hin. Haben auch hier nochmal jemanden, der uns... Wow, okay. Wir sollen hier so definitiv nicht stehen. Man sieht auch die Droppen zum Beispiel. Doch, die droppen was. Man hat es nur so nicht gesehen, weil wir in der Wand drin sind. Coleon! Damit haben wir auch die andere Sache markiert. Das man eigentlich nicht hätte sehen können, aber das ist uns so ein bisschen Frust. Oh, interessant. Die kann sogar tatsächlich in den Gegner reinrennen. Man nimmt sogar, glaube ich, auch so ein kleines bisschen Schaden. Oh, come on. No, stop. Excellent, I will signal our ground troops to make their moves. You've proven yourself in the field of battle. You might very well have changed the tides in our favor. I have an important assignment for you now. I'm not sure how much longer the weakness we have exposed is going to last, so we must use the element of surprise to our advantage. I want you to use the confusion created by our attack and go behind enemy lines to assassinate the leaders in order of rank. They are Captain Oyster. Lieutenant Selene and Sergeant Lorik. Good luck, Mage. Vielen Dank. Ich werde ganz kurz mich heilen. Dann machen wir das noch. Und dann würde ich sagen, kommen wir dann scheinbar auch hier gleich zum Ende. Das wirkt nämlich so wirklich wie dieser letzte Push. So, wir sind natürlich so frei. Wir werden uns jetzt hier nicht durchprügeln. Wir fliegen tatsächlich einfach zu den Punkten hin. Nehmen vielleicht vorher einen aus, um so Arcane Charges aufzufüllen. Aber mehr dann auch wieder nicht. Das soll irgendwo hier sein, aber ich habe keine Ahnung, wo genau. Das ist natürlich wichtig hier, diesen Buff, den wir aktiv haben, zählt nicht mehr für uns. Der ist nur in diesem einen Gebiet aktiv. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Kommen wir zu weiteren Ding-Dongs. Ach, da hinten ist er. Alles klar. Das ist ein bisschen unangenehm, dass wir jetzt hier vorher nochmal heilen müssen. Aber dadurch, dass es allzu schnell
ich sich wieder aufladen kann, ist es alles in Ordnung. Dana! Das ist nämlich wichtig. Wir verstehen seine Sprache nicht. Und das ist auch ein durchaus interessantes Element, dass wirklich die unterschiedlichen Rassen unterschiedliche Sprachen sprechen können. Und sich zum Teil verstehen können oder zum Teil auch wiederum nicht. Dementsprechend zum Beispiel Warlocks können miteinander reden. Obwohl sie von der unterschiedlichen Fraktion sind, einfach weil sie beide Dämonisch sprechen können. Und wo ich zugeben muss, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie das funktioniert. Ich glaube, man kann irgendwie sagen, hier... Und dann hat man Language, genau. Und dann kann man das hier einstellen. Und dann spricht man dann halt das, was die jeweilige Rasse kann. Und das ist durchaus lustig. Oh, da wurde jemand gefangen genommen. Apothecary Haynes. Da hätte man gucken können, ob man sich den nicht gleich krauen kann, den eine Sache, aber oh. So, auch hier nochmal ganz kurz sicherheitshalber. Sweet. So, müssen wir nachher mal gleich nochmal gucken. Irgendwo da hinten ist der andere. Aber hier erstmal. Obwohl, wir machen das anders. Könnte sein, dass jetzt dann respawnt. So, Captain. Captain, oh Captain. Oi, der hat mich wirklich charged. Wow. Look at him. So, ich will mal ganz kurz so frei machen, dass hier so tatsächlich ein bisschen schneller. Einfach in der Hoffnung. Oh, come on. Der Drecksack macht, was er will. Einfach weil ich gehe mal von aus, dass es das andere Escort-Quest ist. Und... Ich nicht will das Ganze starten, bevor der nächste wieder respawnt. Also, dieser Lieutenant oder was es im Endeffekt war. Okay, sehr gut. Ja, verdammt. Also, ich denke mal wirklich, dass auch hier die Respawn-Rate so hoch gedreht worden ist. Wow, stop! Hast du doch gerade eben nicht gemacht. Ansonsten so, komm mal hier. Ich habe nämlich keine Lust, gegen den vierten Medic auch noch kämpfen zu müssen. Der vermutlich trotzdem sich gleich hier anschließt, natürlich. Ey, könnt ihr mal aufhören, mich zu stunnen? Wir waren vor allem nicht lange weg. Also, das ist beeindruckend zu sehen. Nicht schön, aber beeindruckend. So, wir setzen uns hin, aber reden gleichzeitig mit ihm. Thanks for bailing me out of this mess. I was not looking forward to what these Alliance scumbags had in store for me. Let's get out of here and see if we can get back to them somehow. Is that a campfire over there? Trust no one. Ja, Escort. Escort Quest. You couldn't have come at a better time. Let's get out of here. Wir könnten nicht das Boot irgendwie nehmen, wo es vermutlich riskant ist, dass wir einfach weggeballert werden. God damn it. Oh, Gott sei Dank. Ah, weniger so. Ja, auf, dass sie gerade eben nicht kommt. Nachdem wir hier sie bekommen haben als Gegner erstmal. Oh, come on. Oh, come. Doppelt on. I can't do shit, I can't do shit. Ernsthaft, immer noch nicht. Ich hatte gehofft, dass wir den wirklich mit der einen Sache so kriegen würden. So, ja, mach mal kurz, während ich mich heile. Was auch immer du machst. Ich pinkel ihn ins Feuer. Hehehe. Yes, let us leave. But not before we leave our Alliance House something to remember us by. They have limited supplies in this camp, but it would be a real shame if something happened to them or were to happen to them. Oh, der hat also im Endeffekt einfach nur ein Feuer angezündet und schmeißt es jetzt scheinbar überall hin. Alright. Weil das ist keine dumme Taktik. Weil das erzeugt nur noch mehr Konfusion. Oh, come on. Schaut sogar wirklich in jeden reinzurennen. Aber wirklich interessant zu sehen, wie häufig und wie schnell der Lieutenant spawnt. Wir haben den im Endeffekt jetzt dreimal besiegen dürfen. Ganz kurz hier nochmal hinsetzen, bis der sich wieder zurücksetzt. Das macht es sehr, sehr angenehm. Oh ja, hier auf diese Boxen zu werfen, natürlich clever. Auch wenn man mehr oder weniger dann sofort in den nächsten Gegner reingerannt ist. Sweet. Do it. Steht mitten in dem Feuer dran. Wow. Ah yes, watch it burn. Burn, baby, burn.
Oh boy, der läuft jetzt hier wirklich von jedem Punkt zu jedem, ne? Ja. Also zu jedem Gegner bin ich damit. Sweet. Das war sogar sehr, sehr effizient. Ich gehe davon aus, dass wir den auch gleich dann als nächstes angreifen können, während er jetzt hier das Feuer legt. Sehr gut. Wurde davon auch jetzt nicht getriggert oder ähnliches. We're almost done. Sehr schick. Oh no, der rennt jetzt hier natürlich in mehrere... Oh, scheiße. Na, hier müssen wir uns jetzt sogar wirklich ein bisschen beeilen. Denn der Kollege nimmt natürlich viel Schaden. Zwar noch nicht so viel, dass er gleich umkippt, aber wir sollten das vielleicht nicht allzu lange hier rauszögern. Ja, okay. Ich hoffe mal, dass es das jetzt hier vielleicht tun wird. Aber wir müssen definitiv auf unsere Mana aufpassen. Ja, das ist unser Problem. Wir können nicht allzu viel auf einmal hier umnieten. Ohne in ernsthafte Probleme zu geraten. Das war einiges, ja. Aber ich 4 auf einmal. Und da muss man dann wirklich anmerken, klar, wir haben sowas wie Arcane Explosion, um so ein bisschen AOE-Schaden anzurichten. Aber ich habe das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob Frostmage da in erster Linie der Mitbeste ist, aber... Let me teach you to mess with an apothecary, you motherless alliance dogs. Let's hightail it out of here. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Frostmage bei Weitem besser AOE-Schaden anrichten kann. Das kann natürlich auch immer täuschen, gerade wenn man diese Arcane... Oh, come on. Die Arcane-Charges mit einberechnet. Die von aus 6. Okay, danke. Bye. Wehe, der despawnt jetzt. Na, ja, das ist das Gute. Wir haben die Möglichkeit, so auf Sachen zurückzugreifen. Mal ganz kurz hier das so aktivieren. Diese umnähten. Hooray. Und wäre schön, wenn diese Feinde tatsächlich auch Schaden an denen machen würden. So ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Um mir den Arsch hier zu retten. Oh, die Pfeile da hinten. Don't shoot, apothecary coming through. Ah, ist natürlich lustig zu sehen. Cover fire now. Nice, damit haben wir das auch geschafft. This marks undisputable. Oh, Moment. We are in your debt, friend. Speak to Lysander at Vengeance Landing. He will arrange a suitable reward for you. This marks undisputable victory for our forces. Anselm will be most glad to hear about this. Let's send word back to old Anselm then. Victory has come later than expected, but better later than never. Tell him it will take our forces a few hours at most to finish off the stragglers here. Glory to the Banshee Queen. Good luck, friend. Alright, und dann haben wir jetzt hier noch zwei Sachen zum Abgeben und dann kommen wir auch heute zum Ende. Und dann werden wir beim nächsten Mal Level 71 erreichen. Hooray, das wird nämlich heute noch aufgenommen. Und dann hoffe ich, habe ich noch genug Zeit, um den Rest zu farmen. It was about time. The Alliance has been a thorn in our side for a long time now. There is no time to celebrate. However, look to the west, it appears we have a visitors. Oho! It's Blood Prince of the Sun Lane. Uh-oh. Archers at the ready. Hold your fire. Interessant. What fool dares to enter Her Majesty's Dominion unannounced? Ah, but it's you who intruded in our master's territory. He could wipe you out in an instant for the transgression alone. Arthur does not have much love or patience for his escaped slaves, but he has learned of our victory over Stormwind's North Fleet
and thinks you have potential to see reason and abandons Sylvanas childish rebellion. Arthas is prepared to offer your power beyond your imagination. The puny army you lead here would pale in comparison to the Phalanx at your command if you return to the Scourge's embrace. Behold the Valkyrie, a race that has perfected war and destruction to the point of an art form. Already they have cast their lot with the Lich King. Their dwellings surrounding you and their numbers are easily 5 times yours. The choice is yours, Anselm. Return to the Lich King's army and fight alongside them, or remain loyal to your so-called queen and suffer their wrath alongside them, or remain loyal to your and suffer the rest as they drive you from their homelands. Is that all you have come to say? Send these scumbags back to hell, fire at will! Such a futile gesture. Hat sich hinter dem einen versteckt. Oh, und wir standen denen im Weg. Oho. Listen to your man's dying breath as I drink in their souls. This will not be the last time you hear of me. I will return to spit on your corpses after Utgard's army have descended upon you. And then he vanishes. This elf prince thinks he can come to my town, insult my queen, kill my men and get away with it. He thinks we are going to stand by while the hordes of Utgard build up to launch an attack. Not in a million years. You're going to walk right into Utgard and kill him. I want Arthas to know that we have arrived and we are playing for keeps. Report to Dark Ranger Mara inside Utgard Keep when the deed is done, and she will tie up any loose... And she will tie up any loose ends. Das ist ein Dungeon Quest. Genau, das brauchen wir also gar nicht erst annehmen. Denn das werden wir so oder so nicht machen können. So, und das hat jetzt der hier noch, aber das ist vermutlich dann auch das Ende für diesen Bereich hier. Weil wir wissen, wir wollen dann darüber gehen und später da unten scheinbar noch hin. Apothecary Haynes is alive. He burns allied supplies to the ground. He must have gotten a real kick out of that. At any rate, it's our Royal Apothecary Society is in your debt, Fasana. We thank you from the bottom of our black hearts. Da haben wir hier Sachen, die wir auswählen können. Nicht interessant in irgendeiner Hinsicht, aber hey, wir nehmen es an uns. Alrighty, damit kommen wir für heute zum Ende. Wir haben einigen guten Fortschritt gemacht. 66%, alright. Und damit machen wir dann da beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.